Ja, da sind wir nach unserer Fahrt angekommen. Wir haben uns, wie die Badfarm auch, weil wenn einer einen Kran hat, dann braucht der andere auch einen Kran, einen DEMA-Kran gekauft, einen V72. Und da müssen wir heute mal einen Reifen abbauen, wechseln, tauschen, mal gucken, wie wir das hinkriegen. Und dann wird der im nächsten Schritt zu uns an die Halle transportiert und dann schauen wir mal, was wir sonst noch machen müssen, damit er wieder sauber läuft. Dann viel Spaß beim Zuschauen. Starten wir mal mit dem Lösen der Radmuttern. Gucken, ob sie... Ja, wunderbar. Werkzeug hat, dann geht das auch. Weil die jetzt nicht so fest sind wie andere schon mal. Sind wir einmal rum, jetzt hebe ich mal mit den Stützen den Kran hoch.
Jetzt ist das auch ein bisschen ruhiger. So, und jetzt können wir alle Schrauben lösen. Dann hoffen wir, dass das hoch genug ist, dass wir den neuen Reifen da drauf kriegen. Das müssen wir uns noch überlegen. Ich hole, glaube ich, mal gerade noch was zum Sprühen. Ja, am neuen Bar kommen in den Reifen an Luft rein. Gucken, wie viel in unserem drin ist. Das haben wir nämlich nicht geprüft. Ja, Zweifel finden wir hier bestimmt einen Stromanschluss und können unseren Reifen aufpumpen. Ob ich die jetzt schon von Hand loskriege. Schwer. Ja, dann machen wir mal mit der kleinen Ratsche weiter. Das ist ein bisschen angenehmer. Schauen wir mal, dass wir, dass wir nichts verlieren hier. Weg. Dann haben wir den schon mal runter. Ja, ist der Reifen ab. Dann holen wir mal unseren Reifen aus dem Auto und gucken mal, ob das passt. Weil die Felge, unsere Felge hat eine etwas andere Einpresstiefe. Ja, wesentlich anders, aber schauen wir mal. So, hier haben wir den anderen Reifen. Der hat halt eine andere Einpresstiefe, ist eigentlich ein Reifen für Zwillingsbereifung. So, mal gucken, ob wir da innen drin genug Platz haben und den irgendwie erstmal gucken, ob wir den überhaupt da drauf kriegen. Dann müssen wir noch ein ganzes Stückchen nach oben. Mal gerade schauen, wie wir das hinkriegen. Also den Reifen nochmal an die Seite. Natürlich jetzt bei einer Pendelachse schwieriger, aber kriegen wir auch hin. So, wir gucken mal, dass wir einen Wagenheber positioniert kriegen und dann machen wir hier weiter. So, dann lassen wir den mal von Stützen wieder runter und schauen mal, was passiert. Einmal. Zeichen, wir haben noch genug Platz. Der Reifen ist noch ziemlich platt.
Ja, hätten wir vielleicht mal noch was Luft reingepumpt. So, da der Sprengring hier schon, ja, da konnte man drauf treten, das Ganze relativ lose ist, will ich einfach mal probieren, ob ich den abkriege. Vielleicht kann man ja auch gerade den Reifen flicken und dann machen wir den Originalen wieder da drauf. Richtung. Ja, schon ein bisschen Erfahrung mittlerweile mit Sprengringfelgen. Schon mal runter. So rum. Das runter machen. Dann. Gucken, dass ich das Ventil rüberkriege. So, haben wir die Felge schon raus. Es ging erstaunlich gut. Jetzt müssen wir das Bolzband rauskriegen. Ohne den Schlauch zu beschädigen. Ich glaube, da werden die Jungs von der Bartfarm neidisch sein, weil die haben ja ein paar Stunden auf ihren Reifen rumgekloppt. Hier sehen wir schon, da ist der Schaden. Müssen wir jetzt mal schauen. Ich habe einen Schlauch dabei, der ist aber wesentlich kleiner. Hier, der ist nur, gucken wir mal, was drauf steht,
7,5, 20. Der ist ja 29. Ja, ich habe mich jetzt dazu entschieden, das Loch zu flicken. Gucken, ob es klappt. Ich habe hier so einen schicken großen Flicken, der passt gut drüber. Also jetzt alles ein bisschen beieinander schieben und dann mal gucken, dass wir das geflickt bekommen. Das heißt, erstmal hier rundherum ein bisschen anrauen. Ich weiß nicht, ob das jetzt fachmännisch ist, wie ich das hier mache, aber... Einmal auf den Tieflader und wieder runter, wird wohl passen. So drauf. Jetzt. Wie war das? So, einmal nachgeschaut. Also man soll das hier dünn auftragen. Und dann 5 Minuten ablüften lassen. Jetzt ist die Frage, was dünn ist, ne? Lass mal hier. Großzügig dünn hier drauf. So. Mal schauen, vielleicht da oben in der Ecke noch was. So, dann warten wir mal 5 Minuten und dann machen wir den Aufkleber drauf. Dann müssen wir eine halbe Stunde warten. In der Zeit werden wir dann eine kleine Mittagspause machen und dann schauen wir mal, ob da die Luft drin bleibt. In unserer Wartezeit kann ich ja einmal hier mit euch rundherum laufen. Hier müssen wir auch noch was Luft reinmachen. Ja, hier ist der Dieseltank, da ist aber noch genug drin. Man sieht, hier ist ein bisschen kälter, weil hier ist nämlich Eis drauf auf dem Fach für die Unterlegkeile. Ja, sonst haben wir hier ist vorne, wir haben das Gegengewicht vom Kran, ja, Scheinwerfer für die Straßenfahrt und Blinker, das muss man alles kontrollieren und fertig machen. Wir können ja mal hier drunter schauen, wie es hier aussieht. Da haben wir die Vorderachse, ja, gut massiv. Runterfalle. Ja, das Seil sieht auch noch schick aus. Na, hier die Lastabschaltung, die ist mal abgerissen, die müssen wir dann wieder bis vorne an die Spitze verlegen. Ja, und wahrscheinlich hier Hydraulikschläuche tauschen. Ja, wir haben da schon einen Kontakt zu einem Sachverständigen, der die UVV-Prüfung machen soll. Dahin werde ich am Montag mal anrufen, also heute ist Sonntag, sind wir hier am Hantieren, also morgen. Und dann kläre ich mal mit dem ab, was alles zu machen ist. Haben wir die Kabine, hier die Funktionen für den Kran. Hier die verschiedenen Schalter für mit Abstützung, ohne Abstützung und hier für den, gibt noch eine Spitzenverlängerung und hier die Hydraulik vom Kran ein und aus. Hier hinten werden die
Stützen angesteuert. Ja, was haben wir sonst noch? Hier haben wir, was war das? Schwenken vom Kran. Hier haben wir noch eine Funktion, die die Hydraulikgeschwindigkeiten erhöht. Ja, und das war es dann auch soweit. Hier haben wir den Schalter für die Kippabschaltung. Dann kann man die überbrücken. Da muss man noch wieder einen Schalter für drauf finden und sonst auch alles mal prüfen, aber eins nach dem anderen. So, dann gucken wir mal, gleich müssten ja schon bald 3 Minuten haben wir schon um. Ja, hier ist der Motor drunter, vielleicht gucken wir da gleich auch noch mal was Öl, damit da beim Verladen nichts passiert. Ja, hier Gangschaltung ist ein 5-Gang-Getriebe, wobei der 5. Gang gesperrt ist, damit der nicht schneller als 20 fährt und somit als selbstfahrende Arbeitsmaschine ohne Zulassung bewegt werden darf. Ja, und das ist auch unser Plan, das dann so zu machen. Mal gucken, was wir da noch an Unterlagen benötigen. Wir haben 3 Ordner dabei. Da wird wohl irgendwas Passendes dabei sein. Ja, dann warten wir mal, bis wir den Flicken draufsetzen können und dann sehen wir uns wieder. So, die 5 Minuten sind um. Mal schauen. An manchen Stellen ist noch was flüssig. Vielleicht habe ich das da was dick aufgetragen. Und vielleicht noch ein bisschen dünner verteilen. Ja. So, jetzt die Alufolie runter. Flicken drauf. Ordentlich angedrückt. Und jetzt stellen wir unser Hämmerchen da drauf. Das geht so. So rum. So, jetzt heißt es, halbe Stunde Mittagspause machen. Den Reifen aufgefüllt hier. Netterweise konnten wir hier die Luft benutzen. Und jetzt parken wir den mal wieder da hinten, wo er vorher stand, bis dann der Tieflader kommt, um ihn zu uns zu transportieren. Gucken wir mal, wie gut das Ding fährt.